dreht sich fast immer um den Menschen. Aber natürlich immer mit dem baulichen Rahmen, wahrscheinlich wollen wir einfach Architekten sein. Ja, das. Irgendwann kommt dann das Bauen dann schon. Ein klein. Das ist, glaube ich, ein Grundsatz, wie wir bauen. Es muss nicht perfekt sein, es muss funktionieren. Es braucht keine Shishi, kein Schnickschnack, sondern es muss einfach eben der Raum fürs Leben eigentlich bieten. Das ist etwas, was ich eben gerne würde zeigen. Es kann eine fixe Installation sein von einer Schweizer Karte oder dass man einfach die einzelnen Bauteile zeigt, wo sie jetzt herkommen. Es ist ziemlich tricky, mit gebrauchten Bauteilen zu arbeiten. Es muss ein ganz anderes Denken muss man sich aneignen. Man geht aus von Bauteilen, die man haben in der nächsten Zeit, die man wieder verwenden kann. Und dann muss man den Entwurf anpassen. Man schafft nicht ganz hundertprozentig mit Recyclingmaterial oder wiederverwendeten Bauteilen. Beim Beton können wir Recyclingbeton machen. Also das ist schon eine Mischung zwischen neu und alt. Und wir haben Fenster aus verschiedenen Gebäuden können retten und haben das kombiniert zu einer neuen Fassade, die einen neuen Ausdruck wird haben. Wir haben dann auch gemerkt, ausgehend von diesen einzelnen Bauteilen, die wir mit der Bauteilbörse gerettet und wieder eingesetzt haben, dass man ja eigentlich vielfach die Häuser gar nicht muss abbrechen, sondern dass man mit diesem Bestand kann weiterbauen, man kann aufstocken, man kann anbauen und findet allermeistens eine Lösung, die die Bedürfnisse der Nutzer auch befriedigt, ohne dass man alles ab bis zum neu baut. Ja, das Grundlingenfeld ist so die Basis vor allem. Da haben wir Experimente machen können. Da sind wir Baurechtnehmer. Das heisst, wir sind Bauherrschaft. Und wir haben hier eine Aufgabe uns selber gestellt, ein Quartierzentrum zu bauen für das Gundeli. Und wir feiern ja dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum von diesem Grundlingenfeld. Und das Baurecht geht dann noch 70 Jahre weiter. Und ich will dann nicht dabei sein, wenn das ins Ende geht. Genau. Ich glaube, das ist eines der Projekte, wo wir am meisten Hüte haben. Also wir sind von Nutzer über Bauherr, über Eigentümer, über Architekt, über Prozessentwicklung. Es gibt andere Projekte, wo wir inoffiziell sehr viel Hüte haben, aber da ist wirklich, also ist es wirklich in der Hand. Warte, ich gebe euch ab 50 Euro. Was ist das? Jetzt noch schnell mit dem Ding. Mit der Miete, ja. Also mit der Kaution. Sie haben gesagt, im Prinzip einverstanden, aber die Zahlen stimmen nicht genau. Ich sagte, dann soll das Ziel doch die genauen Zahlen entschlagen. Ja, ah, ja. Also, 2,99. Es geht nur darum, dass die mehr können investieren können. Ja. Also. Mir macht es hässlich, dass so viel Geld drin ist, eigentlich in der Schweiz. Wo so Hüfe, die dann Anlagen suchen und dann schaut man nicht mehr, dann gilt alles nicht mehr. Dann rechnet man mit Leerstand, man muss auch das Geld rauskürzen. Und das macht mir aus. Der Teil vom Leben vom Gebäude interessiert uns auch sehr stark. Nicht nur, wie er aussieht und sind die Abläufe richtig, aber auch der finanzielle Teil. Können sich die Leute überhaupt die Wohnungen leisten? Und was für Leute können sich denn die Wohnungen leisten? Und können sie dann lang bleiben? Oder ist es nur ein Durchgang? Oder? Alle diese Sachen spielen eine Rolle in unseren Überlegungen.
sicher nicht. Also mit dir schon sagen. Nächste Woche ist der Abend. Also mir geht es darum, dass für die Menschen, wenn sie sich können begegnen und treffen und austauschen, dass man da mal ein Räume geben und dass man dann einfach wohler ist und dass sie ein sinnvolles Leben haben.